Hallöchen, Freunde! Ja, wir sind wieder beim klappernden Papagei angekommen. Nein. In dem Affendorf sind wir jetzt hier erstmal fertig. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Ach ja, mit dem hier können wir. So, ich sehe, dass du die Kunst des Monkey Combat beherrschst. Ja, genau. Zeig, was du kannst. Oh wei, nein. Ui. Schneller Schimpanse besiegt panischer Pavian. Dummkopf. Das ist alles hier scheiße. Betrunkener. Aha! Huch! Das war jetzt Zufall. Au. Oh, schade. Drecksack, ey. Kann ich das auch? Nein, scheiße. Nein. Au. Ach ja, ist ja gut. Verloren. Ach. Ich fürchte, ich habe den Dreh noch nicht raus. Ja, du sagst es. Naja, okay. Erstmal hier weg hier. Zu dem Affenkopf kommen wir da später noch. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier rüber. Dann da hoch. Hier hoch. Hier rüber. Da runter. Und zum Lager. Und ich meine, der gute Ha. Komm schon. Ach Quatsch, ich will da gar nicht zum. Ich sagte zum Lager und nicht zur Schlucht. So, hallo, ich hab wieder was, was ich dir in den Kopf schmeißen kann. Das hebe ich nicht auf. Nein, sollst du auch nicht. Das mit Hermann. Hermann? Wo? Au! Au! Was zum Teufel? Hey, jetzt weiß ich, wo ich meine Hosen liegen gelassen habe. Das ist ja toll, glaube ich. Was ist mit Ozymandrill? Ozymandrill? Nie von ihm gehört. Ah, warte, jetzt erinnere ich mich. Nein, nein. Ach, bei Tritons Tanga, das ist schrecklich. Hermann? Wer? Oh ja, das bin ich. Hermann. Hör zu, Kleiner. Du solltest dich besser setzen, weil ich wirklich wahnsinnige Neuigkeiten für dich habe. Der einzig Wahnsinnige hier sind Sie, aber ich höre. Okay, erstens, mein echter Name ist nicht Hermann Toothrot. Wirklich? Sondern? Dazu komme ich später. Zuerst willst du sicher wissen, wie ich nach Monkey Island gekommen bin. Mit nichts außer meinem kaputten Akkordeon, den Kleidern, die ich am Leib trage und meinen traurigen Erinnerungen. Dauert das länger? Ich bin ziemlich hungrig. Halt die Klappe, Jungchen, das ist wichtig. Wie viele Geschichten begann alles vor etwa 20 Jahren in einer Kneipe am anderen Ende der Welt. Ich hatte meinen schönen Alterssitz in der Karibik verlassen, um an einer gefährlichen Segelregatta vor der Küste Australiens teilzunehmen. Australien? Moment mal. Ruhe! Du hast Sendepause. Sorry. Wie dem auch sei. Am Abend vor der Regatta saß ich in einer Kneipe und bereitete mich mit einigen Krügen Grog auf das Rennen vor, als sich ein anderer Teilnehmer, ein unglücklicher Industrieller mit dem seltsamen Namen Ozymandrill, zu mir setzte. Nein. Doch, der arme Kerl war am Boden zerstört, weil niemand mehr mit ihm Geschäfte machen wollte. Um ihn etwas aufzumuntern, erzählte ich ihm von meinen Abenteuern in der Karibischen See. Ich verstehe. Sie haben Ozzy also vom wirtschaftlichen Potenzial der Karibik erzählt. Ja, aber das war nicht alles. Als ich am nächsten Tag so ganz gemütlich vor mich hinsegelte, hatte ich die groggetränkte Unterhaltung des Vorabends längst vergessen. Doch plötzlich rammte mich ein anderes Schiff und ich fand mich in einem seltsamen Strudel wieder. Und weißt du, wer mich gerammt hatte? Kein anderer als Ozzy. Ich hasse solche Geschichten. Es wird noch schlimmer. Na toll.
Ich hatte Ozzy nicht nur von den Wundern der Karibik, sondern auch von den schrecklichen Voodoo-Geheimnissen erzählt. Geheimnisse, für die ein Mann töten würde. Ich hatte ihm vom Tor zur Hölle, dem berühmten Big Hoop, dem furchtbaren dreiköpfigen Affen und, was das Schlimmste war, von der ultimativen Beleidigung erzählt. Einem Voodoo-Talisman, der Männer in Memmen verwandelt. Ich werde Ihnen nie ein Geheimnis verraten. Seltsamerweise bin ich in diesem Strudel nicht ertrunken, sondern wurde mit meinem Schiff ans andere Ende der Welt geschleudert. Als ich aufwachte, hatte ich keine Ahnung, wer ich war und woher ich kam. Ich nannte mich Herman Toothrot, nach den Buchstaben, die auf dem Akkordeon noch zu erkennen waren. H-T. H-T? Moment, soll das heißen, Sie sind in Wirklichkeit... Ganz richtig. Mein echter Name ist Horatio Torquemada Marley. Aber das kann nicht sein. Ich meine, alle Welt weiß, dass H.T. Marley vor über 20 Jahren vor der Küste Australiens bei einer Regatta ertrunken ist. Großbatz! Nimm deine Stinkehände weg, du hässlicher Oktopus! Aber Sir, wir sind verwandt. Ich habe Ihre Enkelin geheiratet, Elaine! Na, großartig. Ich finde nach 20-jähriger Amnesie endlich mein Gedächtnis wieder und das Erste, was ich höre, ist, dass meine Enkelin den wohl jämmerlichsten Piraten geheiratet hat. Jemand soll mir eine Kokosnuss bringen. Ich würde mein Gedächtnis gern wieder verlieren. Oh, wei. Na, das waren Neuigkeiten. Eieieiei. Tja. Horatio, Torquemada Marley. H.T. Marley. Hallo? Großpaps? Nenn mich nie wieder so. Was soll das, Sir? Wir müssen Mealy Island gemeinsam vor Ozzy und LeChuck retten. LeChuck ist darin verwickelt? Yep. Ehrlich gesagt, er ist der neue Gouverneur von Mealy Island. Verdammt, wo ist meine Enkelin? Sie ist direkt nach der Wahl verschwunden. Oh. Ich bin erleichtert. Warum? Weil ich Ozzy ein Geheimnis nicht verraten habe, bevor er versucht hat, mich ins Jenseits zu schicken. Und was? Das echte Geheimnis von Monkey Island? Natürlich nicht. Ich spreche vom Geheimnis des vierten Teils der ultimativen Beleidigung. Das Teil, das eng mit dem Amt des Gouverneurs von Mealy Island verbunden ist? Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Was ist es? Nämlich... davon. Sieht aus wie das Gouverneurssiegel von Mealy Island. Das ist das Gouverneurssiegel von Mealy Island. Ja, wenigstens eines davon. Ein guter Gouverneur hat immer ein Siegel in Reserve. Falls das Original einmal verloren geht. Das Siegel ist der Schlüssel, mit dem die schreckliche Macht der ultimativen Beleidigung entfesselt wird. Ohne das Siegel ist der Talisman so gefährlich wie eine Rumba-Kugel. Also, Guybrush, das ist jetzt sehr wichtig. Wo ist das andere Gouverneurssiegel? Ich nehme an, Elaine hat es. Sie lässt es nie aus den Augen. Ah ja, das ist gut. Solange Ozzy und LeChuck sie nicht finden, wird es keine ultimative Beleidigung geben. Tja, Feste, Rock, ihr pockennarbigen Hornochsen, ihr solltet euch schämen. Starr mich nicht so an, du räudiger Bastard. Ich hab für Elaine gestimmt, damit das klar ist. Nun, ich habe sicher nicht diese stinkende Ratte LeChuck gewählt. Hey, wenn niemand den Kerl gewählt hat, warum ist er dann Gouverneur? Und warum müssen wir mitten in der Stadt diese riesige Gedenkstatue für diesen Zombie bauen? Ach, Hals Maul! Das ist schrecklich. LeChuck hat meine Bürger versklavt. Zum Glück muss Großvater das nicht mehr miterleben. Aber warum zwingt er sie, diese Statue zu errichten? Was hat das mit der ultimativen Beleidigung zu tun? Was ist mit Guybrush passiert? Was riecht hier so seltsam? Ah, Ex-Gouverneur Marley, Sie sind wirklich schwer zu finden, wissen Sie das? Offensichtlich nicht schwer genug. Du musst Pecknos Pete sein. Ei, der Gouverneur und Mr. Mandrill würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Zu dumm, ich würde ja gerne, aber leider muss ich mir die nächsten 7 Jahre die Haare waschen. Ich muss darauf bestehen. Mist. Wie schon gesagt, solange Ozzy und LeChuck Elaine nicht finden, kann die ultimative Beleidigung niemals zusammengesetzt werden. Wir sollten uns vielleicht einen Ausweichplan überlegen.
Ja, das ist wohl wahr, weil Elaine ist gerade in der... Ach ja, egal. Wir haben jetzt erstmal das Gouverneurssymbol. Kann er uns vielleicht noch mehr sagen? Horatio? Ja. Wie fühlen Sie sich, wie bekomme ich... Was? Wie komme ich von dieser verf***ten Insel weg? Tja, ich habe keine Ahnung. Ich würde mein ganzes Gold dafür opfern, wenn ich dafür mein gutes altes Schiff wiederbekommen würde. Von dieser Scheißen? Oder von dieser Verfluchten? Soll das, glaube ich, heißen. Wie fühlen Sie sich nun, dass Sie Ihr Gedächtnis wieder haben? Wie ich mich fühle? Das kann ich dir genau sagen. Bevor du mich mit dem Akkordeon geschlagen hast, war ich ein sorgenfreier Einsiedler auf einer tropischen Insel. Jetzt habe ich einen erschreckend dämlichen Schwiegerenkel, eine Enkelin, die nicht von einem, nein, von zwei unaussprechlich bösen Wesen bedroht wird und die Erkenntnis, dass jeder Pirat des Drei-Inselreiches ausgelöscht werden könnte. Und das alles wegen eines Fehlers, den ich vor mehr als 20 Jahren gemacht habe. Wie glaubst du, dass ich mich fühle, Siebgut? Vorsichtig optimistisch? Hervorragend. Wie soll ich die ultimative Beleidigung bekämpfen? Das wird nicht nötig sein, solange meine Enkelin diesen beiden Kretins nicht das Gouverneurssiegel in den Rachen wirft. Gut, nehmen wir einmal an, dass etwas schief geht. Wie kann ich die ultimative Beleidigung in diesem Fall bekämpfen? Das ist nicht ganz einfach. Ich würde vorschlagen, du baust einen noch größeren Talisman. Das könnte funktionieren, aber... Aber was? Wenn du damit eine ultimative Wiederkehr auslösen möchtest, musst du die uralte Sprache der ultimativen Beleidigung beherrschen. Wie schwer wäre das? Verdammt schwer. Sie ist wirklich steinalt. Wie alt? Es ist Affengezeter. Die Sprache der ultimativen Beleidigung ist Affengezeter? Ja, das ist ziemlich alt, was? Dann trifft es sich ja gut, dass wir hier auf Monkey Island sitzen. Gut, das ist klar, das ist klar. Wir sehen uns später, Gouverneur. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Ja, wohl wahr. Tja, Freunde, also müssen wir jetzt doch dieses Mortal Kombat, Monkey Combat machen. Und ja, ich brauche da erstmal ein bisschen Übung drin. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal die ganze Zeit hochladen. Wir hatten hier sehr viele Videosequenzen drin, deswegen denke ich mal, dass es heute fast den ganzen Abend in Anspruch nehmen wird, das alles zu bearbeiten und hochzuladen. Wir bewegen uns aber so ganz langsam auf das große Finale zu von Monkey Island 4. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich mache mich jetzt erstmal an die Arbeit, an die ganzen Teile. Und ja, wir sehen uns wieder. Das ist gewiss. Bis dahin also, NRW 18. Adieu.